Moin Leute, ich bin hier jetzt wieder bei dem Olli. Ich glaube, vorstellen muss ich ihn nicht mehr. Olli betreibt ja hier noch ein Schwarz-Weiß-Labor in Hamburg. Und ihr kennt ihn vielleicht von unserem ersten Video. Da haben wir Film entwickelt, ne? Noch schön mit Döschen und so. Ist schon ein paar Monate her. Aber damals hatten wir ja angekündigt, dass wir eventuell einen zweiten Teil machen wollen. Und jetzt ist es soweit. Genau. Du hast schon mal ein Bild rausgesucht, ja, mit dem wir heute arbeiten möchten. Genau. Und dieses Bild, das musstest du sowieso printen, hast du erzählt. Richtig, genau. Das gibt es für eine Stiftungsauktion, NCL-Stiftung, im Februar. Und das werde ich spenden. Und darum habe ich das schon mal in der entsprechenden Größe geprintet. 50x60. Und wir brauchen aber noch eine Vorlage in 24-30 als Druckvorlage. Und die werden wir heute machen. Ja, sehr, sehr cool. Da freue ich mich schon drauf. Wir versuchen das natürlich alles so ein bisschen auseinanderzunehmen, Step by Step zu machen. Genau. Versuchen natürlich auch so ein paar Tipps zu geben, wie man das für einen Hausgebrauch machen könnte. Ja, ganz wichtig, dass ihr das nachmachen könnt. Genau, nicht jeder hat alle Gerätschaften, die der Profi hat oder möchte sich die leisten. Von daher, ja, bin ich eigentlich jetzt schon ganz gespannt. Also ich freue mich auch drauf. Ich finde das Bild schon mal sehr cool. New York, noch mit Twin Tower. Ja, 2000 war das. Hat also schon einen gewissen Seltenheitswert. Hat es und weckt auch immer sentimentale Erinnerungen, muss man ganz klar sagen. Du hast das Negativ schon vorbereitet. Also das ist quasi das, womit wir ja letztes Mal aufgehört haben. Das Negativ ist das, wo wir beim Entwickeln fertig geworden sind. Und jetzt haben wir so ein Negativ und gehen damit in die Dunkelkammer. Ja, da bin ich gespannt, wie unsere Kameras das heute in der Dunkelkammer packen. Und ich würde sagen, ab. Ab dafür. Genau. Hast du schon angefangen? Nein, ich habe nur das Negativ in den Vergrößerer eingelegt. Okay, da bist du aber schon einen Schritt weiter. Ich würde gerne da anfangen. Also wirklich ganz von vorne. Ja. Was brauche ich überhaupt an Gerätschaften, wenn ich jetzt selber vergrößern, entwickeln möchte? Naja, als erstes brauchen wir eigentlich die dunkle Kammer. Also sprich eine Dunkelkammer. Ein Raum, zu Hause irgendwas, was man gut verdunkeln kann. Wie dunkel ist denn dunkel? Also so Türschlitze oder sowas? Das kann man erstmal außer Acht lassen, solange da nicht direkt das Licht so als Strahl quasi durchfällt. Auch ein Türschlitz unten oder ein Schlüsselloch geht erstmal. Man muss immer gucken, wie hell es dann wirklich ist. Und auch beim Rotlicht, wir arbeiten ja bei Rotlicht, ist es so, wenn man es zu lange liegen lässt nachher, das Material, das Fotopapier, kriegt es auch einen leichten Grauschleier. Ist das ein spezielles Rotlicht? Also ist das Fotorotlicht oder ist das einfach ein bestimmtes Rot? Ach, es ist schon definiert, muss man sagen, weil man ja natürlich auch professionell arbeiten möchte und nicht jedes Mal überlegen muss, kann meine Lampe das jetzt oder nicht. Aber wir haben damals auch angefangen und haben einfach eine Glühbirne rot angepinselt und es dann ausprobiert werden mit dem Fotopapier, was ich benutze. Und das funktioniert im Grunde genommen, weil das Fotopapier nicht empfindlich für rote... Sieht das rote Licht nicht. Genau, okay. Wir brauchen ja auch kein Rot mehr. Wir haben ja schon übersetzt in Schwarz-Weiß. Wir haben ja jetzt nur noch Schwarz-Weiß und die Grauabstufungen zwischendurch. Rot ist ja schon raus quasi. Das funktioniert aber nur für das Fotopapier. Also wenn ich hier bei Rotlicht einen Film rausholen würde, der wäre... Ja, genau. Der lieber, würde ja rot sehen. Auch ein Schwarz-Weiß-Film muss ja rote Pullis fotografieren können und Tomaten. Das wäre ja doof sonst. Also von daher, der ist empfindlich für alles. Den muss ich ganz im Dunkeln, das haben wir ja auch in dem Clip vorher schon gesehen, im Dunkelsack Deshalb hantieren. Der Sack, oder? Genau. Und hier in der Dunkelkammer, das Papier, was wir hier haben, das ist Rotlicht unempfindlich. Also Dunkelkammer, irgendwie Keller, Badezimmer, abdunkeln, möglichst abkleben. Mit Vorhang, genau. Vorhang, vor Fenster etc. Irgendwie so ein ollen Dackel vor den Türschlitz oder so. Ja, genau. Rotlicht und dann, das nächste ist, glaube ich, hier der Gerät, ne? Der Gerät, ja genau, das Vergrößerungsgerät. Das hier ist jetzt ein Leitz Focomat, der ist ungefähr 45 Jahre alt. Das ist damals eins der besten Geräte gewesen, auch heute noch, muss man dazu sagen. Den benutze ich sehr gerne, habe auch mehrere davon, weil es einfach ein tolles Teil ist und ich gerne damit arbeite. Aber es geht auch kleiner. Okay, erklär doch mal ganz kurz, was das Gerät macht, bevor wir das Gerät auf den anderen projiziert, das
Negativ, das liegt hier in der Mitte. Hier oben muss man sich vorstellen, ist eine Lampe drin. Da wird das Licht nochmal gebündelt, damit es ein bisschen schärfer ist. Und hier unten ist, wie an jedem Projektionsgerät, ein Objektiv dran. Wie ein Dia-Projektor oder auch ein Beamer heutzutage funktioniert es auch so, dass man, wenn man den Abstand vergrößert zur Grundplatte hier, wird die Projektion größer. Also okay, also fahre ich hoch, dann habe ich 24-30 eingerichtet. Das ist das Format, was wir bearbeiten wollen. Aber bin ich weiter weg, wird es größer. Okay. Bin ich, gehe ich dicht daran, wird es kleiner. Also man kann auch dann so ganz kleine Bilder natürlich damit machen. Gut, also im Prinzip ein Projektionsgerät, das projiziert das Bild da unten auf dieses Ding. Das Ding ist ein Vergrößerungsrahmen. Damit stellt man die Größe ein vom Papier und hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen weißen Rand mit aufzubelichten. Ah, okay, weil ich hier das abdecke. Das sieht das sieht manchmal ganz schön aus, aber ich habe vor allen Dingen die Möglichkeit, das Papier im Dunkeln anzulegen. Okay. Ohne, dass ich es verschiebe. Es sollte ja auch gerade sein. Nachher sieht schon ganz schick aus. Gut, und dann ist da noch ein Timer dran. Der gehört ja dazu oder kauft man sowas extra? Die sind extra im Prinzip. Früher wurde sowas natürlich auch als Set angeboten, aber letztendlich hat man dann auch ein extra Gerät, das die Belichtungszeit steuert. Außerdem macht man das Gerät damit an und aus. Man muss sie nicht zwingend haben. Man kann sich auch einfach einen Knopf, einen Schalter dran bauen an die Steckdose und schaltet an und aus und zählt oder hat eine kleine Uhr da liegen oder sowas. Okay. Der Art. Timer, also ich weiß damals, als ich anfing, einen Timer habe ich mir gar nicht geleistet. Der kostete 60 Mark. Ich habe mit 14 angefangen und da hat man Fotopapier von gekauft. Wie sensibel ist das denn? Sprechen wir nachher über Millisekunden oder sprechen wir darüber, dass man auf eine halbe Sekunde genau belichten muss? Also man wenn du jetzt sagst, zählen, dann... Ich hatte einen Zählrhythmus, der dann einfach gut funktioniert hat damals. Aber hatte ich mir so angewöhnt. Ach, man arbeitet eigentlich so im, ich sag mal, 5 bis 10 Sekunden und dann vielleicht 30, 40 Sekunden Bereich. Wenn man größer vergrößert, ist die Belichtungszeit auch länger. Aber jetzt nicht Millisekunden. Nee, Millisekunden nicht. Und das Papier ist auf, also 10% sieht man, wenn man genau hinguckt und den Vergleich hat. Okay. Aber es ist eigentlich schon sowas fürs Gefühl. 20% heller oder dunkler sieht man sofort. Also sind schon Langzeitbelichtungen. Ja, ein Stück weit ist das schon eine Weile. Also doch. Ja. Meine Frage ist natürlich, ich möchte ja auch immer den Zuschauern ein bisschen was für den Hausgebrauch zeigen. Ja, klar. Ne? Ja. Nicht jeder möchte sich immer gleich den ganz oben ins Regal greifen, das größte Gerät. Und jetzt hast du hier nochmal, den blenden wir auch nochmal ein, aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Ja. Ja, das ist quasi der kleine Bruder von dem, wenn man so will, ist auch neuer. Also da liegen auch nur noch 20 Jahre dazwischen. Und man will sich auch natürlich nicht immer so was Schweres, Großes antun. Darum gibt es kleine Geräte. Und heute gibt es sowas natürlich dann gebraucht. Naja, leicht ist er auch nicht. Also er fliegt nicht von alleine vom Tisch. Er hat so 20 Kilo vielleicht oder so. Ja, aber kann ich notfalls alleine tragen? Ja, kann man auf jeden Fall. Thema, ja, das ist beim Focomaten schon eine andere Liga. Also das ist ein Focomat V35. Genau, der ist nur für Kleinbildnegative geeignet. Das ist ganz, ganz spannend, weil er ist dann eben so ein kleiner Fachmann für dieses Format im Grunde genommen. Sehr scharf, sehr gut zu bedienen, sehr einfach zu bedienen. Gibt es nur noch gebraucht. Wo muss ich da... Wo gucke ich da und was muss ich dafür? Naja, wir haben ja das Internet sozusagen, also eBay Kleinanzeigen, irgendwas. Und dann guckt man nach dem Focomaten V35 und stellt fest, dass man so unumwei 400-500 Euro ausgeben muss. Für ein Gerät muss man sagen, was mal 5000 Mark gekostet hat. Ne? Also auch nicht irgendwie geschenkt war. Ist dann inklusive Objektiv und wichtig ist diese Negativbühne, also das Teil, wo ich das Negativ einlege, muss dabei sein. Die kriegt man ganz schwer nach. Das ist wirklich irgendwie so diese Teilekram. Ein Kabel ist das gleiche wie am Fernseher, das ist nicht so schlimm. Aber das muss schon komplett sein und funktionieren. Lampe ist so eine ganz normale 75 Watt Halogenlampe drin. Und jetzt weiß ich halt, der Olli, der hat hier auch echt immer richtig viel Zeug rumliegen. Also falls ihr ernsthaftes Interesse habt, mein Tipp, ruft den Olli einfach mal an. Das kann gut sein, dass er da noch so ein paar rumliegen hat. Es sammelt sich. Nee, du hast in der Tat, hast du gesagt, du hast ein paar. Also klar, von den Focomaten, falls jemand da mal habe ich mehr, als ich gebrauchen kann und bin gerne bereit, jemanden auch zu unterstützen. Einfach mal an. Gibt auch Fotokurse, ist auch so eine Sache. Also man kann das alles irgendwie lernen. Wir blenden das nochmal hier ein, so mit Webseite und so weiter. Okay, genau. Gut, also das ist das eine. Das nächste ist dann, da müssen wir nachher darüber. Oder vielleicht nochmal ganz kurz Papier. Welches Papier nehmen wir jetzt? Wie nennt sich das? Wo bekomme ich das? Wir haben ja draußen das große Bild gesehen. Da sagte ich ja, das ist Barytpapier, richtiges Papierpapier. Das ist aufwendiger zu verarbeiten und so weiter. Wir nehmen jetzt
ein kunststoffbeschichtetes Papier, PE-Papier. Das geht ein bisschen schneller. Kannst du mal ein, zwei Typen sagen, wonach man... Na klar, ja, natürlich. Also es gibt natürlich den Klassiker, das Ilford-Papier. Mhm. Gibt es in allen Größen, allen Formaten, allen Oberflächen. Hat das einen bestimmten Namen? Ilford Multigrade-Papier. Und dann Ilford Nummer, Multigrade. Ich weiß gar nicht, wo sie im Moment sind, bei 6, glaube ich, oder so. Man gibt aber keine anderen dann. Gut. Und dann gibt es aber zum Beispiel als gute und vor allen Dingen auch günstige Alternative die Foma-Papiere. Mhm. Kriegt man auch bei den meisten Händlern, / Online-Händler sind es natürlich meist mittlerweile. Mhm. Und da hat man auch ein sehr, sehr gutes Papier, was auch so einen leichten Schmelz haben kann, also so nicht ganz rein weiß ist. Ilford hat das weißeste Papier, wenn man also darauf ganz großen Wert legt. Und spart aber dadurch schon eine ganze Kante Geld. Mhm. Also es kostet die Hälfte etwas von dem, was Ilford kostet. Gut, da schaut er einfach mal. Also Papier haben wir, Vergrößerungsgerät haben wir. Ja, wie finde ich denn die Belichtungszeit jetzt? Mhm. Steht die drauf auf dem Papier? Oder? Nee, die steht da nicht drauf. Also es gibt sicherlich so grobe Anleitungen, aber es ist ja, wir können ein helleres oder ein dunkleres Negativ haben, was ja mehr Licht durchlässt oder weniger. Bei einer größeren Projektion ist der Weg viel länger und da geht viel mehr Licht verloren. Kann ich auch heller und dunkler stellen, die Lampe? Die Lampe nicht, aber wir haben eine Blende am Objektiv, wie beim Fotografieren. Die brauchen wir auch für die Schärfe des Bildes. Das ist überall das Gleiche. Aber letztendlich testen wir es aus. Okay. Wir machen einen Teststreifen. Das zeigen wir nachher, wie der aussieht, wie man den macht, um zwei Sachen zu bestimmen. Die sind einfach ganz wichtig für das Bild. Die Helligkeit des Bildes, wie hell, wie dunkel soll mein Print, mein Abzug nachher sein. Das regle ich mit der Länge der Belichtung und der Menge des Lichtes durch die Blende. Und da wird es dann so ein bisschen schwieriger und man muss ein bisschen mehr testen, den Kontrast. Also wie hart soll mein Bild eigentlich sein? Wie steuere ich das auch nur über die Zeit oder gibt es da noch andere? Nee, da kommen wir zu diesem Begriff Multigrade. Früher hat man Papiere gehabt, die waren extra weich, mittel, hart und extra hart. Man brauchte natürlich dann in verschiedenen Formaten und Oberflächen diese Gradationen, so heißt das, alle. Das ist viel Zeug. Und seit den 80er Jahren gibt es die Multigrade-Papiere, also die 80er Jahre aus dem 20. Jahrhundert, muss man sagen. die haben alle Gradationen, also alle Härtegrade in sich. Ah, okay. Und darum, ich habe das Ding hier die ganze Zeit schon in der Hand, weil ich muss das ins Gerät einlegen. Ich färbe das Licht quasi ein mit einem Filter, der hier zwischen liegt. Zwischen zwei Scheiben gelegt. Und genau. Das ist quasi ein Zubehör, was es dann auch zum Papier gibt, was man einmal kauft. Genau, ja, das kauft man einmal. Wie nennt sich das? Multigrade-Filter, genau. Die gibt es dann hier in so einer Packung. Okay. Da sind dann alle Filter drin, von 0,0 bis 5. Also 5 ist dann der härteste, 0,0 ist der weiche. Und du bist jetzt bei 3,5. Genau, ne? Hier mit 3,5. Das heißt schon ein bisschen Knack. Aber ja, genau, ein bisschen Knack hat das Ganze. Das stimmt man dann eben auf die Vergrößerung ab, auf die Chemie nachher auch und so weiter und so fort. Den lege ich ein, damit färbe ich das Licht quasi ein und das Papier sieht es ulkigerweise. Es ist so ein bisschen spooky, muss ich sagen. Ich habe das nie so ganz, ich habe mich auch lange Jahre geweigert, das zu benutzen, so nach dem Motto Hexenwerk will ich nicht. Aber es ist schon praktisch, wenn man nicht 15 man halt Schachteln, sondern nur 5 hat. Ich denke mal, das ist halt gerade für einen Heimgebrauch, man hat eine Papiersorte oder maximal zwei und dann. Ja. Na? Gut, also dann der Filter, der kommt wahrscheinlich da oben. Hier ist so eine Schublade. Ja. Es gibt dann beim Focomaten gibt es das auch, bei dem kleinen Focomaten gibt es das auch inklusive, da ist das mit drin, mit eingebaut. Es gibt auch Systeme, wo man Filterhalter unter das Objektiv macht. Es ist letztendlich ziemlich wurscht, an welcher Stelle dieser Filter sitzt. Okay. Nicht völlig, aber ziemlich. Okay. Gut. So, ja, und ein Teststreifen. Wie fertige ich den im Grunde genommen an? Mache ich jetzt einfach... Also, was ich ja zuerst mache, einmal, ist die Größe einstellen. Ja. Haben wir jetzt hier schon gemacht. Die Position ist auch passend für das Format. Das fährst du einfach rauf, runter und genau. Also ist einfach fokussieren. Ne? Ich muss fokussieren, muss das genau machen. Und da ist es auch, das kann man im Auge machen, am Detail irgendwie von einer Linie, von einer Kante, irgendwas, was man gut sehen kann. Es gibt aber auch Lupen dafür, die stelle ich dann drauf, habe die Projektion an und sehe ein ganz feines Detail von dem Film, respektive das Bildkorn. Ja, und wenn ich das scharf sehe, dann ist auch egal, ob jemand scharf fotografiert hat oder nicht. Ich sehe, das wenn ist scharf. Schärfer wird nicht. Ne? Okay. Genau. Worauf ich jetzt eben hinaus wollte, den Teststreifen. Also ich habe alles eingerichtet, ich habe alles scharf gestellt, fokussiert, Abstände, Größe und so. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Ja. So, und jetzt schneidest du dir verschiedene Streifen zurecht. Genau. Und dann machst du einmal, sag ich mal, 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden.
Ja, das ist so eine, das, was man normalerweise macht. Man legt diesen Streifen hin und belichtet stückchenweise. Aber da ich... Also ein Streifen stückchenweise oder mehrere? Also ich will gerade so ein bisschen auf den Prozess... Ja, also wenn man so einen Papierstreifen dann hat, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist ein unser Teststreifen, den lege ich hier hin. Ja. Ja, und dann habe ich eine Pappe zum Beispiel, eine schwarze Pappe. Und dann kann ich ihn abdecken. Zwei Sekunden. Dann habe ich hier unten 10, hier 8, 6, 4, 2 und 0. Also das ganze Ding ist 10 Sekunden eingestellt und dann immer 1 bis 2 Sekunden runterstufen. Richtig, genau, so ziehe ich das durch. Und dann habe ich diese Balken hier nachher, wenn ich das dann den Teststreifen draußen fix und fertig angucke. Ich habe aber, und darum bin ich davon längst weg, einmal natürlich ein bisschen erfahrungsklar, aber ich habe dann vielleicht in dem dunkelsten Bereich meines Negativs die 10 Sekunden. Ah. Ja, und im hellsten Bereich im Himmel oben ist es dann nur 2 Sekunden. Da kann ich es nicht beurteilen letztendlich. Nee, also du musst eigentlich immer den gleichen Bildbereich. Genau. Oder zumindest, das ist so, ja, zumindest dann, einen repräsentativen Bereich. Genau. Das ist wieder so ein Tipp aus der Praxis ein bisschen. Ich würde sagen, gewöhnt euch an, einen Streifen drunter zu legen, abzublenden, den Filter zu bestimmen und dann einfach 12 Sekunden. Peng. Okay. Und wenn der beim Entwickeln weiß ist, der Streifen, dann weißt du, dass es nicht 14 Sekunden sein können, sondern 58 für den nächsten Test. Okay. Ja, also ein Vielfaches. Okay. Und ist er schwarz, dann weißt du auch, dass 12 Sekunden nicht sein können, weil es ist viel zu viel Licht gewesen. Ja. Und da musst du nicht 11 nehmen, sondern dann nimmst du 2 oder blendest ab. Ja. Das ist so. Und man hat aber also, dann irgendwann um das nochmal zu sagen, schwarz heißt, du hast zu lange Bilder. Ja, genau. Ja, genau. Ja, weil ist richtig, das ist dieses Umdenken. Das Umdenken, negativ, positiv. Ne? Also, wenn das Bild zu dunkel ist, hat man zu lange belichtet. Zu lange belichtet, dann ist zu viel Licht drauf gekommen. Weil das ist ja bei der Kamera, ist es ja genau andersrum. Ist das Bild zu dunkel, habe ich zu kurz belichtet. Ja, richtig. Okay. So kann man das machen. Man kann es sich aber angewöhnen, wie man möchte. Es gibt auch Hilfen dafür, aber eigentlich sind diese Hilfen dann auch alles, kostet ja alles Geld. Klar. Muss ja alles irgendwo rumstehen. Und wenn man jetzt seine Dunkelkammer zu Hause hat, dann hat man ja nicht zwingend ein ganzes Zimmer übrig dafür. Gut, dann können wir eigentlich jetzt gleich starten, oder? Ja, im Prinzip, das ist eingerichtet. Wollen wir schon etwas zur Chemie sagen oder wollen wir das gleich im Anschluss machen? Ach, wir können das schon mal sagen. Es gibt ja auch so ein paar Grundideen, sage ich mal, oder Regeln auch. Mhm. Chemie, vorsichtig damit. Es ist eigentlich nichts dabei, was giftig ist, was einen umhaut, wenn man es trinkt oder sowas. Aber wenn zum Beispiel, wenn man es irgendwie hinkriegt und es spritzt ein bisschen, man hat es im Auge oder so. Mhm. Es gibt keinen Brillenschutz, muss dafür, aber letztendlich dann gut ausspülen und so weiter und so fort. Aber man ist auch mit den Händen nicht in der Chemie. Dafür gibt es dann die Zangen, also Papierzangen, mit denen man das Papier und den Teststreifen bewegt. Und so weiter. Auf den Klamotten macht es Flecken, muss man gar nicht überlegen. Ich trage nicht meine hellen Baumwollhemden hier im Labor und eine helle Hose oder so. Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist also ganz schnell auch mal passiert, weil man es eben auch nicht sieht. Es ist ja bei Rotlicht auch nicht zu sehen, ob ein Tropfen durch die Gegend fließt. Man soll sorgsam sein damit und eigentlich die Geräte dann auch, gehört ein bisschen dazu, einfach ausspülen nach dem Benutzen. Okay. Nicht alles stehen lassen, das vergammelt, wird dreckig, irgendwann kriegt man es nicht mehr sauber, irgendwann müsste man es neu kaufen. Fotoschalen und dieses ganze Zubehör gibt es alles neu. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Das muss man nicht auf dem Gebrauchtmarkt suchen. Ich brauche also Schalen. Ja. Genau. Wie viel? 3 bis 4. Okay, das heißt, der Prozess ist, das Papier kommt raus, dann kommt es in den Entwickler. In den Entwickler. Erste Schale. Stopper, das ist die zweite Schale. Stopper, also aufhören zu entwickeln, ist die zweite Schale. Dann fixieren. Fixieren. Richtig, genau. Und spülen. Dann noch ein Wasser. Das kann man letztendlich auch draußen machen, aber ich spüle es gerne in der Dunkelkammer auch schon kurz ab. Damit also sobald es im Fixierer war, kann ich eigentlich das Bild ins Licht. Ja, man könnte theoretisch in der Dunkelkammer dann auch Licht anmachen. Ich sage draußen, wenn ich draußen sage, gehe ich raus in den Tageslichtraum, weil ich hier nicht andauernd Licht an- und ausknipse. Und da ist auch so eine kleine Affenfalle mit eingebaut, wenn man das nicht macht. Irgendwann hat man seine Papierschachtel offen gelassen. Und dann sind vielleicht gerade die frische Packung mit 80 Blatt noch. Das ist, also ärgerlich kann man, das mit ärgerlich kann man es gar nicht ausreichend beschreiben. Also dieses An- und Ausknipsen in der Dunkelkammer mit guter Konzentration, aber
aber Murphy steht auch überall bereit für solche kleinen Fehler. Aber das zeigen wir nachher, da müssen wir auch Kameras umbauen. Ich würde sagen, wir knipsen jetzt mal hier das Licht aus. Wir knipsen das mal aus, genau. Und gucken mal, was wir hier überhaupt im Rotlicht sehen. Ja, wie dunkel ist eigentlich dunkel? Ja, das ist, warte mal, Licht aus. Wo sind die Lichtschalter? Ist das der? Hier? Genau. Hier ist Licht aus. So, es ist dunkel. Ja. Ja, für mich ist das immer noch ziemlich hell, muss ich sagen. Aber ich bin es auch gewohnt. Ich bin jetzt hier mal so ein bisschen die Stimme aus dem Off. Ja? Wir müssen wirklich ein bisschen tricksen mit dem Licht. Wir haben sogar noch mal extra Rotlicht hier aufgebaut. Im Normalfall würde man ja hier die Projektionsbühne nicht noch rot beleuchten, ne? Weil man ja die Projektion hat, oder? Mhm, genau. Man gewöhnt sich ja auch eigentlich an das Licht. Genau. Und ich habe ja nicht andauernd ein Filmteam in der Dunkelkammer, also es ist dann schon irgendwie. Also, aber wir kriegen es hoffentlich irgendwie hin. Du, ich würde sagen, starte doch einfach mal. Ja, also wir haben ja hier die Projektion. No, da ist das unser Negativ. Das ist eingerichtet, damit es einen kleinen schwarzen Rand mitmacht. Ich habe die Schärfe eingestellt. Ich habe die Größe natürlich eingestellt. Auch meinen Vergrößerungsrahmen habe ich auf 24-30 eingestellt. Und habe das nochmal gecheckt, dass es auch gerade liegt. Guck jetzt noch einmal drüber, damit ich weiß, wo ich meinen Teststreifen hinlegen muss. Mach das aus und dann habe ich ein Stück Papier. Da ist eine Schicht drauf. Die glänzende Seite ist in dem Falle die Schicht. Die muss nach oben. Das ist ein glänzendes Papier, da kann man das sehr gut sehen. Den lege ich jetzt in einen Motivteil, wo ich, möglichst viele unterschiedliche Stücken habe, damit ich eben, also Stücken heißt Flächen habe, helle und dunkle Flächen, damit ich einen guten Durchschnitt durch mein Motiv bekomme. Habe mir eine Belichtungszeit ausgesucht, die etwa hinkommen kann. Das sind 50 Sekunden in dem Falle. Und ich starte einfach mal jetzt die Belichtung. Das heißt, die Uhr läuft jetzt rückwärts 50 Sekunden ab. Mein Teststreifen wird jetzt belichtet, mein Stück Papier. Genau, ist wieder aus. Die Uhr schaltet das ja automatisch. Das ist schon ein großer Vorteil. Also es gibt auch ganz einfache manuelle Uhren für sowas. Also man muss da nicht ein teures digitales Teil für haben. Und steuern muss er ja auch nur 100 oder 150 Watt. Das ist also auch nicht irgendwie ein Riesengenerator dafür nötig. Aber so ein iPhone sollte man nicht nehmen, weil das eigentlich schon wieder zu hell ist. Na, ne? Ja, genau. Das iPhone hier nebenlegen oder überhaupt ein Handy. Da ist das Display definitiv zu hell und bringt ja auch alle Farben mit. Ja. Wir sind ja hier im Rotlichtbereich, Das muss man schon ganz klar sagen. Und da gilt eben auch nur das rote Licht. So, und jetzt kann... Jetzt ich nehme den Teststreifen jetzt und damit gehe ich jetzt zu meinem Entwickler, also zu meinem doch mal rein. Nassbereich. So, dann habe ich hier meinen Teststreifen, komme zu meinem Nassbereich. Das grenzt man noch so ein bisschen ab, damit man nicht überall rumplöttert. Und habe hier als erstes meinen Entwickler. Entwickelt wird nach Zeit. 2 Minuten ist es für das kunststoffbeschichtete Papier. Dann ist es fertig entwickelt. Dann wird es eigentlich auch nicht mehr dunkler. Kurze Zwischenfrage hier aus dem Abseits. Aus dem Off. Dunkelheit. Gucke ich einfach im Handel nach Entwickler. Wie ist der Name? Ist Papierentwickler? Ach so, oder? Es ist Papierentwickler. Unterscheidet sich vom Filmentwickler. Es geht zwar alles auch für beides, aber es sind eben Fachleute. Papierentwickler für Schwarz-Weiß sucht man da, auch bei den Händlern. Und es gibt letztendlich Allrounder von den Firmen wie Tetinal oder auch Holley, die gute Entwickler anbieten, die sich auch lange halten, die man also auch, wenn man sie dann luftdicht aufhebt, nachher auch viele Wochen benutzen kann und nur ein bisschen auffrischen muss und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine Frage der Sparsamkeit. Ja. Wichtig ist auch, dass man nicht ein 5 Liter Konzentratgebinde braucht, so wie ich, was ja in 4 Wochen alle ist, wunderbar, aber die gibt es dann auch in Halbliter Kanistern zu kaufen oder Flaschen. Und wenn man die wieder gut verschließt und so weiter, dann hält sich das auch alles sehr lange. Ja. Ne? Das gilt auch für die anderen Chemikalien, wobei das Stoppbad, da benutzt man einfach Wasser mit ein bisschen Essigsäure oder Zitronensäure. Das Fixierbad ist dann wieder ähnlich und das muss man so ein bisschen einpflegen. Da können wir nachher noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Okay. Ich würde sagen, mach erstmal fertig. Meinen Teststreifen ziehe hier an meiner Uhr. Ich habe hier eine wunderbare analoge Uhr und tue den Teststreifen mit einem kleinen Schwung in die Schale, in den Entwickler. Der Entwickler bleibt immer so ein bisschen in Bewegung dabei. Ich habe hier eine Zange, damit ich den Teststreifen auch bewegen kann bzw. untertauchen kann, vorsichtig. Aber die Chemie muss immer so ein bisschen in Bewegung sein damit.
kleine Wellen macht man da, weil die Chemie sich am Papier natürlich auch immer abnutzt. Das heißt, wenn man sie dann bewegt, ist sie immer frisch. So, 2 Minuten. Lass es ein bisschen abtropfen und tauche es hier ein. Wobei, da muss ich darauf achten, dass diese Zange vom Entwickler, mit der ich das bewegt habe, keinesfalls hier rüberkommt in das Stoppbad. Das eine ist eine Lauge, das andere ist eine Säure. Die mögen sich überhaupt nicht. Also auch nicht ein Tröpfchen. Ich verderbe mir den ganzen Entwickler. Darum habe ich eine Zange für den Entwickler und dann für die anderen Bäder, also für das Stoppbad und auch das Fixierbad, die beide leicht sauer sind, habe ich dann eine andere Zange. Das ist schon ganz wichtig. Das heißt, man braucht eben zum Zubehör zu den Schalen auch 2 Papierzangen. Hier bleibe ich im Stoppbad so eine Minute drin. Es geht im Grunde genommen bei dem PE-Papier ums Abspülen, aber auch ums Stoppen des Entwickelns. Ja, und das ist gut, wenn der Teststreifen einfach sauber ist von der Entwicklerchemie, damit ich den nicht ins Fixierbad schleppe. Und hier bleibt er zwischen 3 und 4 Minuten, um auszufixieren. Was heißt fixieren? Fixieren heißt einfach, dass ich das Papier jetzt lichtunempfindlich mache. Ich habe ja eine Lichtempfindlichkeit, die habe ich ja genutzt, um drauf zu projizieren und das Projizierte zu entwickeln. Aber jetzt will ich es ja bei Tageslicht angucken. Ich will ja meine Bilder nicht in den Dunkelkammer hängen. Also wasche ich praktisch das Silber, das lichtempfindliche Silber, was in dem Papier drin ist und was ich nicht benutzt habe, zum Beispiel von den hellen Stellen, zum Beispiel im weißen Rand, das wasche ich raus im Fixierbad. Okay. Das dauert 3 bis 4 Minuten. Dann, wenn es fixiert ist, der Teststreifen, nehme ich ihn wieder raus. Wobei ich kann mit der Zange schon auch drauf fassen auf das Papier. So empfindlich ist es nicht. Man muss ein bisschen schauen, dass man das so etwas vorsichtig handelt. Nehme ich das raus und ich spüle es dann im Wasser nochmal ab. Ganz kurz, da reicht eine halbe Minute. Es geht nur darum, dass ich möglichst wenig von der Chemie in den Tageslichtraum bringe. Also Fixierbad möchte ich da draußen nicht haben, weil es ist dann schon wieder ein sauberer Bereich, der hat eine andere Chemie. Mhm. Also jetzt haben wir hier die beiden Teststreifen, die ich gemacht habe. Der eine ist deutlich zu hell und dann habe ich ihn dunkler gemacht, das heißt länger belichtet und habe jetzt einen Test, der ist perfekt. Das heißt, danach kann ich jetzt den Abzug machen. So, nach dem Teststreifen haben wir jetzt die Belichtungszeit ermittelt, die wir konkret brauchen für unseren Print, also für das ganze Bild. Man sagt immer Print, obwohl es Englisch ist und von Drucken kommt, aber der Printer ist der Vergrößerer, also der am Vergrößerungsgerät steht. Von daher Print. Habe jetzt ein ganzes Blatt Papier, habe nochmal gecheckt, dass der Rahmen richtig steht, dass es nicht verrutscht ist und so weiter und so fort. Lege das Blatt, das ganze Blatt, das ist ein 24x30 Blatt, unter das Gerät und habe auch da so kleine Anschlagpunkte, wo ich das anlegen kann, wo ich das im Dunkeln gut sehen kann, klappe den Vergrößerungsrahmen wieder zu und habe dann auch meinen weißen Rand, weil der verschwindet, das Papier verschwindet unter dem schwarzen Rand von dem Rahmen und macht mir helles Licht sozusagen fern. So, dann habe ich mir das alles ausreichend überlegt, dass es passt. Ich bin von den 50 auf die 45 Sekunden gegangen. Das heißt, ich mache es etwas heller, als mein Teststreifen draußen mir gezeigt hat. Und belichte gleich, weil da kommt noch was. Ich habe festgestellt, dass in dem Bild zu dunkle Stellen sind, die ich ein bisschen korrigieren muss. Und das ist so ein bisschen Zauberei. Aber gehört dazu. Das ist ja sowieso hier ein magischer Ort. Da müssen wir ja nicht reden. Das ist jetzt Oldschool Photoshop. Das ist sowas von. Also, dann 45 Sekunden. Da gehe ich einmal hier so ein bisschen rein. Da, wo ich meine Hand hinhalte, beziehungsweise wo der Schatten meiner Hand aufs Bild trifft, da kommt weniger Licht drin hin. Das heißt, diese Stelle wird heller bleiben. Umgekehrt kann man auch Stellen nachbelichten. Da gibt man dann zusätzlich noch mal ein bisschen Licht drauf. Habe ich hier noch eine kleine Fläche, da nehme ich dann einen kleinen Wedel, heißt das Ding. Das ist eine schwarze Pappe an einem Drahtstück. Da ist meine Hand zu groß dafür. Wenn ich eine
helle Stelle gefunden habe, also eine Stelle, die zu hell ist, dann kann ich die nachbelichten. Das heißt, ich mache das genau umgekehrt. Ich gebe am Schluss zusätzlich noch Licht drauf. Brauche ich hier nicht. So, meine Belichtung. Da müsstest du dir aber eventuell sogar richtig eine Maske aus Pappe schneiden. Ja, das macht man, genau. Also man hat Pappen mit Löchern drin und manchmal braucht man tatsächlich auch so eine Horizontlinie. Dann schneidet man sich wirklich das aus mit der Schere und drauflegen geht nicht, weil dann hat man eine Kante. Man muss es schon immer so ein bisschen bewegen. Immer so leicht wedeln. Aber das geht, ja genau, leicht wedeln. Das ist schon auch so der Begriff aus der Dunkelkammer. Ach, da hat man einen ganzen Stapel. Also hier unterm Tisch liegt irgendwie 10 cm Stapel mit irgendwelchen Pappen, die Löcher und weiß ich was haben. Und ich sage immer, zerschneid das bloß nicht, wenn ein Praktikant kommt, zerschneid das bloß nicht, ist ein Loch, was ich immer wieder brauchen werde. Wir nehmen dann das ganze Blatt, vorsichtig natürlich, vor allen Dingen, dass wir es nicht knicken. Und damit geht es, wie beim Teststreifen auch, dann zum Entwickler. Ab in die Chemie. So, bei dem Blatt achte ich natürlich drauf, dass es ganz gleichmäßig in die Chemie kommt. Wieder 2 Minuten. Ich tauche das ein und schaue, was passiert. Magic. Sowas von. Ich liebe das. Ich kann das immer wieder gut finden. Das ist wirklich herrlich. Das ist ja schon so ein, ist schon wie so ein Plop, ne? Also ja. Es geht doch relativ schnell, dass man was sieht, ne? Ja. Naja, bei 2 Minuten ist nach 1 Minute das Bild quasi völlig da schon. Und dann hat man noch das Nachentwickeln von den Lichtern und den Schatten. Ein paar Minuten später. Nun ist es fertig. Ich finde es genial. Ich liebe sowieso dieses Foto. Der Abzug ist dann ja nur noch Handarbeit im Grunde genommen. Also Handwerk, sagen wir mal so. Handarbeit ist es ohnehin. Ist nass, man muss vorsichtig sein. Ich streife ihn ab. Und dann... Also was ich von hier hinten aus dem Off sehe, das gefällt mir schon richtig gut. Ich muss mir das gleich mal aus der Nähe betrachten. Ja. Komme da leider gerade nicht hin. Ah, da ist es. Ne? Es ist schon. Ne? Es ist schon auch, geil, es ist ne? Schon, ja, vor ja. allem das dann eben selbst gemacht zu haben, das ist ja das also Besondere. Also ich muss sagen. Daran, gerade wenn es die eigene Fotografie ist. Ja, hat einen mega schönen Kontrast. Also auch hier das Korn. Was war denn das für ein Film? Weißt du das noch? Das ist ein Plus X gewesen. Ein Plus X damals. Und mit Sicherheit auch normal belichtet und normal entwickelt. Aber hier merkt man jetzt auch den Unterschied richtig zu dem Barrettpapier. Ne? Genau. Es hat tatsächlich so eine leicht kunststoffmäßige Oberfläche. Ja. Also eine sehr glatte Oberfläche. Ja, genau. Das hört aber, man auch. Vom Papier her hört es sich ganz anders an. Aber es lag jetzt irgendwie 10 Minuten einfach auf. Trocknen tut es schnell. Das ist ja ein bisschen der Vorteil dieses Und es ist glatt, ne? Genau, es ist sofort glatt. Muss nichts pressen. Es eine Minute ungefähr nur einfach abspülen unter fließendem Wasser, weil die Chemie eben nicht ins Papier einzieht, sondern nur an der Oberfläche bleibt. Und dann rakelt man es ab, damit es keine Wassertropfen gibt und wartet im Prinzip 10, 15 Minuten, weil zu meiner Temperatur ist es trocken. Richtig schön. Jetzt kommt noch ein allerletzter Schritt. Ja. Sag mal, hier oben sind so ein paar Flecken. Ja. Ist das Staub auf dem Sensorflecken? Mein Sensorflecken, ja genau. Nein, das ist, wenn man das negativ einlegt in die Bühne, die man ja nachher in den Vergrößer einlegt, dann staubt man ab. Und trotzdem übersieht man sowas mal. Ich meine, das Negativ ist so klein winzig. Das ist also wirklich ja nur ein Bruchteil das heißt, von der Größe. Das, was wir hier vergrößert haben. Und den Staub kann man fast dann nicht sehen. Und den sehe ich jetzt beim Vergrößern. Der ist aber störend und den mache ich weg. Das nennt sich Ausleckretusche. Das heißt, ich habe einen feinen Pinsel und Farbe, die auf dem Papier praktisch unsichtbar ist. So Ausleck oder Ausfleck gesagt? Nee, Ausleck. Mit Ausleck wird es nicht gehen. Ausfleck. Ausfleck. Ich brauchte gerade einen Moment, hat er das wirklich gesagt? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Ne? Würde auch nicht gehen. Ausleck. Okay. No, aber also, ich finde, es hält sich noch in Grenzen. Also ist schon, man sieht ja, schon, also wenn man da jetzt so eine geschlängelte Fussel vorne so drin hätte, hier so im Himmel, dann sitzt man da, wenn man die wegmachen muss, weil man vielleicht den Print nun unbedingt haben muss und der ist sonst gut oder so, dann sitzt man an sowas eine Stunde, ne? Ja, und punktet das aus, also fleckt es eben aus und empfindet das Korn auch nach. Hier haben wir wirklich nur, also man kann es nicht schwer abschätzen, 1/10 Millimeter kleine Pünktchen. Was ist das, Mill? Das Zeug, du hast es hier schon mal bereitgelegt? Ja, ich habe so eine Mappe, die ich mit rumschleppe. Da ist also mein Retuschezubehör schon aus den frühen 80ern drin. Das ist auch immer noch authentisch und geblieben.
Dann habe ich hier ein Retuschepad, da habe ich jetzt einen Tropfen Wasser drauf und die Farbe, die ich benutzen werde. Das ist eine Farbe, die in die Schicht einzieht, damit sie nachher unsichtbar ist. Ach, du hast da quasi Farbe drauf? Und das ist Retuschefarbe, Eiweiß-Lasurfarbe, das ist ganz speziell dafür gemacht. Ach so, und die hast du da, aber die ist da irgendwie schon seit Ewigkeiten drauf? Die ist trocken, genau, und die kann ich mit ein bisschen Wasser auch immer wieder aufweichen. Okay. Hole ich mir dann auf den Pinsel in den Ton, wie ich es brauche, in der Helligkeit vor allen Dingen. Interessant. Ich kann dreimal ein helles Grau übereinander tun, ja, um ein dunkleres zu kriegen. Wenn ich mich im Dunkel vertue und ich mache in eine helle Fläche einen dunklen Punkt, dann sieht es mauer aus, der geht nämlich nicht wieder weg. Na? In dem Fall. Schwierig. Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, dass du so verschiedene Döschen mit Farben hast, aber das ist ja... Sind es auch, aber so, das ist die Arbeit, der Arbeitsbereich. Da ist dann auch nochmal ein kühleres und ein wärmeres Schwarz drauf. Also wenn ich ein Warmtonpapier benutze, was von sich aus einen Bildton hat, dann nehme ich natürlich nicht das kühlblau, das kühle Schwarz, weil das würde man dann sehen. No. Mach doch an. Ja, dazu setzt man dann auch die Lesebrille auf und ansonsten holt man sich etwas Wasser und die Farbe, die man braucht, in der Intensität und tupft das Weiß. Also die Herausforderung ist wahrscheinlich, die Farbe zu treffen, ne? Genau, die Helligkeit. Also die Helligkeit, hier haben wir jetzt nur Graustufen, aber ich, wie gesagt, ich kann auch mehrere Graus übereinander machen. Dreimal hell gibt dann auch einmal Mittel. Ja, also das, gut, da braucht man wahrscheinlich einfach ein bisschen Übung und Erfahrung. Da muss, muss man einfach mal ein paar Bilder versauen. Ja, dafür gibt es auch die Teststreifen, die kann man ja aufheben für so was. Stimmt, Teststreifen retuschieren. Ja, genau. Ja? Die auch noch wunderbar als Lesezeichen halten können, ganz nebenbei. Ja, ich glaube, wir sind dann jetzt durch. Ich meine, das ist das fertige Produkt, das fertige Bild. Ich finde es mega, ich finde es richtig schön. Also ich finde, das hat, also dieses Korn, es hat einfach eine ganz eigene Ästhetik. Und ja, ich hoffe, dass ihr so ein bisschen Spaß daran habt, das vielleicht mal nachzumachen. Ja. Ja, das schwer ist es nicht. Im Grunde genommen, ja, das Wichtigste ist halt einen Raum haben, ein paar Gerätschaften. Aber der eigentliche Prozess ist jetzt nicht so, dass das Rocket Science ist. Nein, es ist ja auch immer so, dass man das auch bekommt, was man gemacht hat. Man muss nicht irgendwie so im Wagen irgendwie was produzieren, dann fällt es irgendwo raus und man sagt, ah nee, hat leider nicht geklappt und fängt alles wieder von vorne an. Man ist ja die ganze Zeit handwerklich dabei. Ja. Das ist schon auch eine sehr spannende Sache, aber eben gibt einem auch so den Erfolg zwischendurch, muss man klar sagen. Das geht schon ganz gut. Doch, und auch wenn Fragen sind, fragt. Also ich bin immer da und auch mit meinen Fotokursen oder sowas wunderbar, aber zwischendurch kann man mich auch immer also Analog-Hotline, ne? Ruft den Olli einfach an. Wenn ihr was ausbelichtet haben wollt, wo ihr sagt, ihr wollt das vielleicht nicht selber machen, vielleicht auch was Spezielles, auch größer oder was auch immer, machst du das natürlich auch, ne? Ja, ist also das bis, ist ja dein bis 2,30 Meter nur, größer geht es leider nicht. Da könnte ich ja noch Ganzkörper, ne? Ja, das ging ja noch. Das ist noch 1 zu 1 ist noch drin. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie du mich unter diesen Vergrößerungstisch bekommst, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, neuer Workshop. Neuer Film. Okay, ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Olli, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit. Immer gerne wieder. Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und auf eure Kommentare. Ja, tschüss. Das tun wir. Tschüss.